Welcome to the Primus Line, Frankfurt Main, Germany, on the River Main. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord zu unserer kleinen Rundfahrt auf den Main. Die Reise führt uns Richtung Griesheimer Schleuse. Rechter Hand sehen Sie die Leonardskirche. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist die zweitälteste Kirche Frankfurts. Ladies and gentlemen, welcome on board our sightseeing cruise on the River Main. This trip takes us as far as the Watergate in Griesheim. On your right, you can see Frankfurt's second oldest church, St. Leonard's, which dates back to the year 1219. This is the Iron Bridge. I was last year. Am Museumsufer linker Hand finden Sie einige der international bedeutendsten Museen. Zwischen Eisernem Steg und Friedensbrücke liegen nicht weniger als 13 Museen, die von weltberühmten Architekten umgebaut oder neu errichtet wurden. Herausragende Bedeutung haben das Städtische Kunstinstitut, kurz Städel genannt, mit seiner umfassenden Sammlung von alter bis zeitgenössischer Kunst. Kurz zuvor das Liebighaus mit seiner herausragenden Skulpturensammlung, nach dem Städel dann das Deutsche Filmmuseum, das Deutsche Architekturmuseum, das Museum für Kommunikation und das Museum der Weltkulturen. Commerzbank Tower. You can see Frankfurt's Museum Embankment, one of the most important assemblies of museums in the world. Along the embankment of Sachsenhausen, between the Iron Footbridge and the Friedensbrücke, there are no less than 13 museums, all of them either newly built or restored between 1980 and 1990 by renowned architects. German flag. The most significant of these museums are the Städel Institute of Arts, famous for its comprehensive collection of historical and contemporary art, the German Film Museum, the Museum of Communication, the Architectural Museum, the Museum of Arts and Crafts, welcome, the Liebighaus with its important collection of sculptures, and the Ethnological Museum. Nice location here. This is the Silver Tower. Silver Tower. Deutsche Bahn. Commerzbank Tower. With antenna. Euro Tower is this. Taunus Tower behind the Euro Tower. Deutsche Bank. Für echte Frankfurter das größte Appleboy-Glas der Welt. Von den Frankfurtern auch liebevoll Geripptes genannt. Weshalb? Nur vergleichen Sie Westhafen Tower. Die Architektur des Gebäudes mit einem Apfelweinglas. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus vorhanden. Die Straßennamen im Westhafenviertel werden vor allem der Frankfurter Fischerzunft Freude machen. Hier gibt es den Flusskrebssteg, die Stichlingsstraße, die Zanderstraße, den Karpfen- und den Bachforellenweg. Mainfische werden übrigens heute wieder gefangen und können bedenkenlos verzehrt werden. Das Mainwasser hat aufgrund der zahlreichen Filtermaßnahmen der letzten Jahre wieder eine gute Qualität. Ahead of us, you can see the Friedensbrücke, the Bridge of Peace, as we now enter the area of the West Harbor. The old harbor, which had lost its importance for the city, was later turned into a residential area with office buildings, restaurants and apartments, and also a small marina. Main Tower. On your right, you can see the cylindrical Westhafen Tower,
which the people of Frankfurt have dubbed the world's largest apple wine glass due to its shape and its ribbed appearance. The street names here will please our local fishermen. Not only is there a crayfish walk, but also a stickleback street, a perch road, a carp alley, and a trout promenade. The River Main, incidentally, is being fished again, and the fish can be eaten without any worry. Thanks to modern filtering systems, the water of the river has regained a good quality. Am linken Ufer sehen Sie die Gebäude des Frankfurter Universitätsklinikums mit rund 30 wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen von internationaler Bedeutung. To the left, you can see the buildings of Frankfurt's University Hospital, which houses around 30 medical research institutes of international reputation. Rechter Hand nun das Gutleuth-Heizkraftwerk, das die Innenstadt mit Fernwärme und Strom versorgt. Jährlich werden rund 180.000 Tonnen Kohle per Schiff hierher transportiert. Doch der Kraftwerksbetreiber verlässt sich nicht allein auf die Binnenschifffahrt. Damit die Versorgung des Kraftwerks auch bei Hoch- oder Niedrigwasser, Eis oder sonstigen nautischen Unwägbarkeiten funktioniert, bringt die Bahn jährlich nochmals rund 200.000 Tonnen Kohle ins Kraftwerk. Die Entladeanlage, die Sie jetzt gleich sehen werden, hieft die Kohle für Year. But the power station does not solely rely on shipping for supplies. For times when shipping is disrupted due to high or low water levels, or when the river is frozen and impassable in winter, there is also a railway connection which brings a further 200,000 tons of coal a year. In a moment, we will see the machinery of the Gutleuth power station, used to unload coal from the barges onto a conveyor belt. The power station was built according to the latest environmental standards. Many factories on the River Main. German train. ECE. Vor uns liegt jetzt die Main-Neckar-Brücke. Sie ist eine der wichtigsten Eisenbahnbrücken der Region. We now have the Main-Neckar Bridge ahead of us, one of the region's busiest railway bridges. Yeah. Railway bridge. Rechts der Sommerhofpark mit schönem alten Baumbestand und der mittelalterliche Gutleuthof mit einer wechselvollen Geschichte. Über Zufluchtsort für Leprakranke, im 17. Jahrhundert Versorgungsstätte für Söldner, schließlich Waisenhaus. Daran anschließend liegt der Gutleuthafen, ein sogenannter Flusshafen. Linker Hand der Stadtteil Niederrad. Am Ufer haben sich etliche Wassersportvereine niedergelassen. Im Licht- und Luftbad Niederrad mit eigenem Sandstrand kann man übrigens bei freiem Eintritt die Seele baumeln lassen. To the right, you can now see the Sommerhofpark with its many beautiful old trees, as well as the medieval Gutleuthof with its long history as a hospital, veterans' home and orphanage. Shortly afterwards, you will see the Gutleuth Harbor, a so-called river harbor. Opposite the harbor is the district of Niederrad,
with several water sports clubs located on its riverbank. There is also a small sandy beach which can be visited free of charge. Frankfurt Main, River Groß. Bis dann. Ist heute her. Gleich die Niederrheder Eisenbahnbrücke. Direkt dahinter wurde eine Brücke für die S-Bahn gebaut. We will shortly be passing the railway bridge of Niederrad and behind that the subway bridge. Drinks. There are rushes. What drinks? Beer. Cold drinks. Champagner. Machen wir drei. Free Wi-Fi on the ship. Wenn Weinschorle und Nudelzwoer 5,10 Euro verlangen muss, stehe ich einfach mal. Nudelzwoer. Dann muss es nicht trinken. Nice meals. Muss es nicht trinken. But very expensive. Frankfurt Sausage. 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 Green sauce. Green sauce. Breakfast Menü. Schön ist, muss ich zeigen. Kein Stress. Railway Bridge. Ach ja, alles einfach mal left. You will see the office city of Niederrad. This is the second largest workplace in the state of Hesse, after Frankfurt Airport. Industrial Niederrad. This is the highway. Direkt vor uns die Europabrücke, über die die Autobahn A5 führt, und danach die Staustufe Griesheim. Straight ahead of us is the Europabrücke, the European Bridge, crossing point of the motorway A5. Thank you.
German Highway. Nice location in the inside. Meals, drinks, and Royal Van Mein. Informations. Tables. Menu card. Wines. There are. Jetzt sind wir gleich im Fall. Der Zug. Da oben. Train. Ist der Train. Jetzt fahren wir auf die Brücke durch. Railway Bridge. Ja, das ist das andere Schiff, ne? Da. Nice location here. In the bar. The skyscraper with the pyramid top is the Megatron, the trade fan tower. The round tower with the aerial at the top is the Main Tower, belonging to the State Bank of Hesse and Thuringia. Right next to it, you can see the tallest building in the city at present, at 260 meters, the Commerzbank Tower. Skyline of Frankfurt. This is the River Main. The River Main. This is the River Main. Yeah. Frankfurt. Railway station. Skyline. Main Tower. Über Main. Nicht wie Old Town. Iron Bridge. Hier. Yeah. Und hier. Main Kai. Boarding the ship. Main, Frankfurt. Railway Bridge.
Frankfurt, Germany. Europe, World. Für Freiheit und aufgrund ihrer Rolle als Wiege der Demokratie in Deutschland als eines der besten Gebäude in Frankfurt wieder aufgebaut. Zum 100. Gedenktag der Nationalversammlung wurde sie am 18. Mai 1948 als Haus aller Deutschen wiedereröffnet. Seitdem ist sie ein nationales Denkmal und wird nicht mehr als Kirche, sondern hauptsächlich für Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen benutzt. Am bekanntesten ist die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels im Rahmen der jährlichen Frankfurter Buchmesse. To the left, you will see Frankfurt's Cathedral of St. Bartholomew, where the German emperors were crowned. For many centuries, the tallest building in the city, its 90 meters these days, were very modest amongst all the skyscrapers. To the left of the cathedral, you can glimpse the green dome of St. Paul's Church. On March the 18th, 1944, St. Paul's Church burnt down after being hit in an air raid. After World War II, the church was one of the first buildings in Frankfurt to be rebuilt as a sign of peace and the symbol of the cradle of democracy. The church reopened on May the 18th, 1948, primarily as a national symbol known as the home of all Germans. Since then, the building no longer serves as a church, but is used for public functions and exhibitions, the best known of which is the yearly presentation ceremony for the Peace Prize of the German book trade. Main Tower. This is the Messe Tower. Silver Tower. Deutsche Bank. Bank. Euro Tower. Die Untermainbrücke. Eine Besonderheit können Sie am linken Ufer entdecken. Am Kai entlang des Mainufers verlaufen die Nizza-Gärten, die man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anlegte. Ursprünglich verlief hier der kleine Main, ein Seitenarm des Mains mit einem romantisch anmutenden kleinen Inselidyll. Die Sandsteinmauern der Uferbefestigung sorgen heute an dieser Stelle für ein besonders mildes, geradezu mediterranes Klima. So gedeihen hier Feigen, Bitterorangen und sogar ein Ginkgo-Baum. Hier blühen Zitronen, wachsen Zedern und im Sommerhalbjahr sogar Palmen. Ein Stück Côte d'Azur am Main. Der Maler Max Beckmann, der im gegenüberliegenden Städel wirkte, verewigte die Anlage 1920 sogar in einem Gemälde. Spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Der schöne Blick flussauf und abwärts zog meine Blicke nach sich. Und wenn auf dem Brückenkreuz der goldene Hahn im Sonnenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. In Frankfurt geht die Kunst übrigens auch ins Wasser. Der neue Portik. The Old Bridge. First mentioned in documents from the 13th century. For more than 600 years, it was the only bridge in Frankfurt, and the bridge toll ensured that Frankfurt's coffers were filled at all times. Frankfurt's great poet, Johann Wolfgang von Goethe, writes in his memoirs about this old bridge. Best of all, I liked walking on this big bridge across the Main. The beautiful views up and downstream attracted my eye. And when San the Bartolome. Rooster on top of the bridge cross gleamed in the sunlight, it never failed to delight me. On your right-hand side, adjacent to the old bridge, you can see the new portico, which was designed
designed by the architect Christoph Metzler and financed by the Gerstein Foundation. It is home to contemporary artifacts and a real eye-catcher, especially at night. Changing light effects illuminate its glass roof in the dark. Mein Plaza Hotel. Wir durchfahren gleich die Ignaz-Bubis-Brücke. Links oberhalb der Brücke steht ein klassizistischer Portikus, ganz in strahlendem Weiß. Der Eingang zur alten Stadtbibliothek. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute beherbergt das rekonstruierte Gebäude das Literaturhaus, beliebter Treffpunkt von Literaturfreunden aus aller Welt und Skyline. Kurz danach sehen Sie die Flößerbrücke aus dem Jahr 1964. Sie ist die einzige Brücke, die in Frankfurt schräg über den Main führt. We are now passing the Ignaz-Bubis Bridge, the Upper Main Bridge. Just after the bridge on the left, you will see a neoclassical white portico. Boarding House. Aus seinen oberen Stockwerken heraus bietet es einen wirklich fantastischen Blick auf ganz Frankfurt. Up ahead on the right, you can see the district known as the Deutschherrenufer. This area has been newly developed and renovated into attractive residences and office buildings. On the left embankment, there is a similar new development, the residential estate Weseler Werft. Both building developments feature similar symmetrical Mediterranean-style housing blocks. Each house is characterized by the same basic shape, but utilizes different design features and materials. The imposing red brick tower on the right-hand side is the five-star Main Plaza Hotel. The golden pinnacles of the hotel often gleam in the sunlight, and unbeatable views of Frankfurt's skyline can be seen from the upper floors of the towers. Integrated into the construction is an old loading firm, which in turn is the base for the building's roof terrace. You open in Central Bank, the tower. Verbindet sie den Frankfurter Osten nördlich des Mainz mit Sachsenhausen und hat eine dreispurige Straßenverbindung sowie zwei kombinierte E- und Radwege. Im Dezember 2006 prämierte die Jury unter 19 Teilnehmern einen Vorschlag des Architekten Ferdinand Heide und der BGS-Ingenieur. Designed by the architect Ferdinand Heide, the suspended steel deck arch bridge was completed and inaugurated in December 2013, and its total construction costs are estimated at around 42 million euros. Vor uns liegt nun die Einfahrt zum größten Binnenhafen der Stadt. Wir fahren das nördliche Hafenbecken des Osthafens ein. Der Frankfurter Osthafen wurde 1909 geplant und schon 1912 feierlich eröffnet. Die Kosten betrugen die gewaltige Summe von 50 Millionen Goldmark. Das sind in heutiger Währung immerhin etwa 2 Milliarden Euro. Damals entstand der Unterhafen mit zwei Hafenbecken und einem Wendebecken. Im nördlichen Hafenbecken werden Baustoffe wie Sand und Kies sowie Recyclingmaterial wie etwa Altholz verladen. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, den Osthafen neu zu strukturieren und zu modernisieren. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass der Osthafen auch in Zukunft seinen vorderen Platz unter den immerhin 100 deutschen Binnenhäfen behaupten kann. In den letzten 5 Jahren wurden in Frankfurt jährlich rund 1500 Schiffe be- und entladen.
rund 2 Millionen Tonnen an Gütern und nahezu 40.000 Container umgeschlagen. Große Bedeutung hat auch der Schiffsverkehr von und nach Osteuropa über den Main-Donau-Kanal. Übrigens kann man im Osthafen wunderbare Jugendstil-Architektur entdecken, was kaum jemand weiß. This harbor was built 100 years ago at a cost of 50 million gold marks, the equivalent of about 2 billion euros today. The harbor consists of two docks and a third basin used for turning maneuvers. Here in the northern dock, cargo ships frequently dock to load sand, gravel, and recycling materials such as matured timber. Years, strenuous efforts have been made to restructure and modernize the East Harbour to make it compatible with the requirements of modern technology and logistics. These efforts will ensure that Frankfurt can maintain its position in the top 100 of Germany's inland harbours. Over the last 5 years, an average of 2,500 vessels have been loaded and unloaded in Frankfurt annually, shifting approximately 3.5 million tons of goods, or nearly 40,000 freight containers. In addition, there is a large amount of shipping traffic to and from Eastern Europe via the Main-Danube route. If you have time, we would very much recommend you taking a stroll around the Osthafen to discover some of the spectacular Art Deco architecture in the area. The ship currently serves as a cooking studio for private events. Kehrt er auch beim Bankier Willemer ein. Goethe, damals 65 Jahre alt, lernte in dieser Zeit Willemers Pflegetochter und künftige Ehefrau Marianne kennen. Goethe und Marianne von Willemer verband eine Liebschaft, die auch in intellektueller Zusammenarbeit mündete. Ein Windspiel auf dem Dach des schmucken Hotel Garbemühle zeigt übrigens Goethe und seine Marianne. Und in der Eingangshalle gibt sich der Geheimrat in Form einer Büste die Ehre. The Gerbermühle used to be the summer residence of Johann Jakob von Willemer, a Frankfurt banker. When Johann Wolfgang von Goethe visited the area in 1814, he was a guest in the Willemer house. The poet, who was already 65 at the time, also met Marianne, the young wife of Willemer. Goethe and Marianne became intimate friends, and they were inspired to write some of their loveliest poems. When Goethe later published the resulting poetry cycle, the Westeasterly Divan, he omitted to mention that several of the poems had in fact been written by Marianne von Willemer. A wind chime depicting Goethe and Marianne stands on top of the Gerbermühle Hotel. The entrance hall of the hotel features a bust of the Privy Councillor Goethe. Goodbye.